Weiß nur nicht woher und warum und wieso. Und hier, Treppe. Treppe ist auch mal gut. Da ist einer. Aber irgendwie sehen die nochmal wesentlich gefährlicher aus als die, die wir schon kennen. Da möchte ich gerne mal wieder die die Schrot haben wir gerade gar nicht. Wir haben keine Schrot, das ist denkbar ungünstig. So, da hinten müssen wir hin. Da hinten müssen wir hin. Ach, ich gehe jetzt einfach hin. Ich laufe da jetzt einfach hin. Zack, hier, nehmen wir Hinweis. Testergebnisse, Archivdatei, Projekt Origin. Name der Probandin, Alma Wade. Alter der Probandin, 5 Jahre. Wow, 5 Jahre. Phase 2 Tests. Bewertung. Die Testergebnisse der Probandin sind dramatisch abgesackt. Es handelt sich möglicherweise um den Versuch der Probandin, ihre Fähigkeiten zu verbergen. Anhang A2 enthält die vollständigen Testergebnisse. Phase 3 Tests. Bewertung. Während der Testsitzungen sind merkwürdige Erscheinungen aufgetreten. Personen, die sich im gleichen Raum aufhielten, melden heftige Kopfschmerzen. Sie scheint zudem telekinetische Fähigkeiten zu zeigen. Vollständige Testergebnisse im Anhang B2. Ja, Alma war schon immer von der besonderen Sorte. Wir müssen da aufs Knöpfchen. Hihi. Ja, wo willst du hin? Boah, ey, du bist ja pottenhässlich. Wie die Nacht. Na, noch so ein Kollege. Ist das schön. Alternativ, was haben wir hier? Maschinenpistole. Ah, was haben wir alles da? Hammerhead, Sturmgewehr. Ne, da verballern wir jetzt mal die Maschinenpistole. Die ist so voll. So. Jetzt können wir da noch nicht durch. Wo sollen wir jetzt lang? Wo sollen wir jetzt lang? Ich weiß immer noch nicht, wo wir lang sollen. Boah, ist ekelhaft. Das ist alles ohne Schutzweste. Oh, widerlich. Widerlich. Und da war noch irgendwo einer. Ja, der ist weg. Sehen. Ach Mann. Verbiss dich. Sehe hier rein gar nichts. Da ist einer. Da ist noch einer. Das ist derselbe schon wieder. Ach Mann, ey. Mach dich weg. Ah. Ach Mann, ich hasse es. Ich hasse sie einfach. Oh Mann, ey. Wie kann ich hier denn nochmal so? Snakefist! Wir haben die kaputt geboxt. Finde ich ja mal gut. Wo können wir jetzt? Wo können wir jetzt? Wo können wir jetzt? Da kommen wir, glaube ich. Kommen wir jetzt hier runter? So? Ich glaube ja. Ich glaube, da mussten wir jetzt auch lang. Ja, wird gespeichert. Ui, Waffenkammer. Finde ich ja mal super. Ach, das tut gut. Das tut gut. So, und jetzt? Was? Hä? Wenn das schon?
So und die Snakefist. Ich dachte, ich wäre erledigt. Nee, nee. Terry Halford, alias Snakefist. Haben Sie auch etwas gehört? Hm. War wohl doch nicht. Mit Hilfe von Lieutenant Stokes könnte ich eine Verbindung zu dem Computer in Ihrem APC herstellen. Ich lade jetzt alle Dateien hoch. Wir können sie unterwegs durchgehen. Übrigens, na dann mach mal. Bohren Sie nicht in der Nase. Sie sieht uns über die Kameras. Hören kann sie uns aber nicht. Sie können ihr also gern schlimme Namen geben. Die Übertragung ist offenbar fertig. Wir können den Aufzug im Haupteingang nehmen, aber wir müssen durch den Zellentrakt. Hoffentlich haben sie alle Proben beseitigt. Oh oh, gar nicht gut. Replikas strömen in die Einrichtung. Sie müssen sich an ihrer telestetischen Signatur orientieren. Sie wirken wie ein Magnet auf sie. Ah ja, okay. Ich hab das, was sie brauchen. Ich hab's aus dem Waffentestlabor mitgenommen, als die Scheiße losging. Übrigens, haben Sie jemals Nilpferde kämpfen sehen? Sie entleeren sich und wedeln ganz schnell mit dem Schwänzchen. Die Kacke fliegt nur so herum. Echt Wahnsinn. Alter, wie schief da bist du denn im Kopf? Es ist nur ein Prototyp und er hat noch Macken, aber er teilt gut aus. Hm. Nehme ich denn da? Was schmeißt du denn weg? Pistole? Ja, komm. Und jetzt raus hier, verdammt! Oh mein Gott! Nein! Er hat seinen Kopf. Kacke! Nein! Das war es dann mit Snakefist, würde ich sagen. Ach toll, jetzt haben wir gerade erst kennengelernt und der ist schon tot. Finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht gut. Muss ich jetzt wieder lang? Ich kann ja nun hier wieder raus, oder nicht? Hm. So viele Wege haben wir hier nicht. Muss ich hier? Wieder da? Ah, toll. Ach, Mann. Ach, alles richtig, Gas. Ah, toll. Na toll, Magazin leer, natürlich. So. Haben wir. Was bist du denn für ein Okolyt? Geh mal weg da. Ja, bist du Granate. Bringt nix. Das ist schlecht. Hammerhead? Na komm. Alter, was ein Okolyt. Geh mal weg da. Danke, es geht doch. Munition. Ja. Fuck. Spart auf jeden Fall Muni. Was ist denn hier passiert? Haben sich durchgebrannt. Falscher Knopf. Ah, da haben wir nicht so viel Wahl. Wir können nur geradeaus. Oh, das ist offen. Na komm. So. Hä? Ein Dachschaden oder was? So. Aua. Wow. Zack. Und zack. Nicht mit mir. Weiter geht's. Eindeutig diese Tür. Zweideutig die Panzerung. Und dreideutig. Aua. 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 Woher denn? Kann ich auch. Hier, Granate. Nochmal hier. Ja, hast du noch eine? Ich jacke den ganzen Laden hoch, wenn sein muss.
Da schießen sie raus. Na komm. Geht doch. Napalmkanone. Oh. Schade. Die jetzt auch hier mitgenommen. So, jetzt geht, bricht hier wieder die Hölle los, oder was? Hey. Paragon-Ergebnisse. Paragon-Testverfahren Stufe 4. Die Tests mit den manipulierten Probanden sind vielversprechend. Die Beziehung zwischen den spezifischen genetischen Markern und der psychischen Entwicklung ist nachgewiesen. Nachgewiesen. Der Beweis einer Beziehung zwischen den vorgenommenen Proteinveränderungen und der Kontrolle der psychischen Manifestation steht noch aus. Hinweis, auch einige nicht manipulierte Probanden weisen in der Behandlung eine verbesserte Entwicklung auf. Sie sollten auch auf genetischem Level überprüft werden. Siehe Anhang. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was da jetzt stand.